Herr Jakubacci, 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach, 0:2 gegen VfB Stuttgart. Wie fällt heute Ihr Fazit aus? Ja, wir sind nicht zufrieden mit den Resultaten natürlich. Aber ich glaube, die zwei Spiele haben sicher wieder gewisse Aufschlüsse gegeben. Und wir sind sich in einer Woche weiter als noch vor einer. Und man hat sicher sehr gute Sachen auch gesehen, andere Sachen, die man sicher auch noch korrigieren muss. Aber wir haben doch gegen gute Mannschaften gespielt und müssen auch das berücksichtigen. Die letzten 20 Minuten gegen Gladbach waren aber trotzdem positiv, oder? Die waren sehr positiv, weil wir mutiger gespielt haben, weil wir auch mehr getan haben für unsere Offensive. Und wir haben da gesehen, dass wenn wir dann effektiv auch gezielt die Richtung nach vorne suchen, auch gefährlich sein können. Und wir haben uns doch die ein oder andere sehr, sehr gute Möglichkeit oder Chance erarbeitet, wo wir wahrscheinlich auch zum 2-2-Ausgleich kommen könnten. Sind Sie denn bei der Torhüterfrage heute weitergekommen? Erst David Richter im Tor, dann Marco Hiller. Haben Sie eine Entscheidung gefällt? Noch nicht. Ich habe ja noch eine Woche Zeit und werde sicher mit beiden dann auch reden, was auch wichtig ist. Und beide können natürlich auch noch Fortschritte erzielen. Liro Quattuo war heute nicht dabei. Aus welchen Gründen? Er ist erst einen Tag dabei, muss die Mannschaft kennenlernen, die Spieler. Und macht wirklich keinen Sinn, ihn jetzt da ins kalte Wasser zu werfen, um irgendwo eine Verletzung dann zu haben vielleicht. Was in unserer Situation sicher noch möglich gewesen wäre. Und das wollte ich absolut nicht provozieren.